Also Freunde, ich bin euer kleiner Begegner Manuel. Heute geht's, was hinter mir ist, mein neuer Foyer-Käfig und viel Spaß, diesen schönen Videos. Nummer, ich habe jetzt einen Nummer, ja, ein großer Foyer gekauft für meine Nymphensittiche. Nicht wundern, die Wellensittich-Männchen ist Mauser und ja, diesen Foyer ist, sagt man die Größe, 120 cm die Länge, von die Breite, das hier meinte ich, 145 cm hoch und 83 cm breit. So, und da oben ist mein Knarrenvogel. Alexander, der Kleine. Ja, nicht wundern, warum habe ich diesen Knarrenvogel alleine, weil der versteht sich nicht mit dem anderen Knarrenvogel. Ich weiß nicht wieso. Das ist der schon lange bei mir alleine und dafür verträgt er sich mit die Papageien-Kumpfnase. Knarrenvogel nicht, aber mit Papageien. Ich vermute, kann sein, ist er Zwitter. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Ja, die Schubladen sind auch praktisch, die kann man hier rausziehen, kann man, und, die sind so praktisch. So, super Freunde, was habe ich noch zu erzählen? Ja, da war noch hier diesen Dieter dabei, ist von, kann man es da drauf schieben und soll nicht wegfliegen oder weggehen, die Vögel. Aber ich lasse immer meine Vögel frei. Nicht immer, aber manchmal doch. Immer. Und weil die so einen Freiflug haben. So. Nicht, Zacko? Ja. Maturprodukte, die Leiterbeispiel ist neu. Ich habe seit ein paar Tagen neu gekauft. Und die Sitzstangen bin ich nicht zufrieden, diese hier. Weil ich habe es jetzt so stick gemacht. Weil hier bei diesen Ecke, ich habe es dünn gemacht, ist hier genau da kaputt gegangen. Aber ich hatte vorher noch Kreativ, aber es ist nur so eine kleine Sache kaputt. Von diesen Sitzstangen. Eigentlich will haben diese hier, aber die hat nicht gehabt im Zoogeschäft. Dann habe ich diese hier gekauft. Ist auch gut, aber viel besser, wo es hier so dick ist. Mehr stabil ist und kann, ja, nicht so schnell kaputt gehen. Die schöne Foyere. Ja, hier soll ich auch mal wiedergeben. Mache ich heute noch. Ja. Sonst habe ich nichts zu berichten über diesen Foyere. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Foyere. Und da waren diesen Dinger da, die Futternäpfe noch dabei. 4 Stück. Ja, da habe ich eine Hälfte Kanarienvogelfutter diesen ein und da Papageienfutter gemacht. Ja, die Vögel, die das so komisch ist, die Wellensittiche, Nymphensittiche, die essen gerne Kanarienvogelfutter auch und auch Papageienfutter unterschiedlich. Auch der Kanarienvogel, der isst gerne Papageienfutter, so unterschiedlich gemischt immer. Das ist so komisch, aber ich habe gesagt, wie sagt man immer schön, freie Auswahl haben die Vögel. Ja. Und das war's mit meinem Foyer. So, liebe Freunde, das war's jetzt meine Foyer-Käfig. Ja, nicht wundern, die sind so drin gewesen, weil die waren schon raus gewesen. Und wir haben 12 Uhr. Ja, bald 13 Uhr. Ein bisschen runterladen diesen Video und
Ja, mich geht's nicht so gut zeitlang, Beispiel mit Schizophren war ich gewesen und boah, keine Ahnung, was ist mit mir los zeitlang gewesen. Ich nehme noch dafür starke Hammertabletten, so ruhiger werden und Stimmungsschwankungen habe ich noch zu tun. Nicht wundern, ich bin so immer und kommen manchmal keine Videos, aber ich gebe Mühe, jetzt mehr Videos drehen und nicht vergessen abonnieren und viel Spaß. Bis in der mal nächstes Video. Kann sein Aquarium-Video oder ein von meinen Garten-Videos mache ich noch, kann sein. Mal gucken. Tschüss!